Vor 50 Jahren hat mich das Frauenstimmrecht das Thema politisiert. Am 7. Februar 1971, zwei Wochen vor meinem 15. Geburtstag, ist endlich das eidgenössische Frauenstimmrecht eingeführt worden. 50 Jahre Frauenstimmrecht. Schon 50 Jahre. Boah. Was? Erst 50 Jahre. Für mich persönlich hat dieses 50-Jahre-Jubiläum eine größere Bedeutung, als ich eigentlich angenommen habe. Erstens sind 50 Jahre in einem Menschenleben eine lange Zeit. Zweitens habe ich tatsächlich vor 50 Jahren einen Aufsatz schreiben müssen, Frauenstimmrecht, ja oder nein. Und das, obwohl ich jetzt lebendig da sitze, und das erschüttert mich immer wieder ein bisschen, dass das erst eigentlich so lange her ist und zweitens, dass dieses Thema tatsächlich kontrovers diskutiert wurde damals. 50 Jahre später bin ich eigentlich eher verzweifelt. Was ist eigentlich passiert für die Frauen? Wo ist die Chancengleichheit für Frauen abgeblieben? Und ich denke, es gibt ein paar Sachen, wo man sagen muss, in 50 Jahren haben wir wahnsinnig viel erreicht, viel mehr als in den letzten paar hundert Jahren. Aber eben, es gibt noch ganz, ganz viel anzugehen. Und das ist vor allem, dass Frauen den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit bekommen. Das ist schon mal der Punkt 1. Dass Bäuerinnen auch versichert sind, dass alleinerziehende Mütter nicht in die Altersarmut fallen, weil sie zu wenig AHV und zu wenig BVG haben. Dort mit der Gleichstellung noch ziemlich viel daran arbeiten. Wir leben in einem demokratischen Land, aber wir haben die Gleichberechtigung in allen Bereichen noch nicht erreicht. Darum engagiere ich mich für die Frauen, ich bin für die Frauen und ich denke, wenn wir alle miteinander helfen und kämpfen, dann können wir wirklich alles erreichen. Das Jubiläum ist mir insofern wichtig, als dass es immer gut tut, mal wieder zu sehen, hey, was wir haben, all die Errungenschaften sind noch nicht so selbstverständlich und vor allem noch nicht so lang selbstverständlich. Und das schafft eine Dankbarkeit. Ich durfte mit der Selbstverständlichkeit aufwachsen, dass ich als junge Frau mit 18 Jahren abstimmen und wählen konnte. Und habe darum recht lange gebraucht, bis ich realisiert habe, dass das überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Dass es in der Schweiz sehr lange gebraucht hat, bis den Frauen das fundamentale Recht gewährt worden ist. Vor 50 Jahren ist ein wichtiger Kampf gewonnen worden. Das Frauenstimmrecht ist endlich auch in der Schweiz eingeführt worden und die Frauen haben ihr grundlegendes politisches Recht endlich zugestanden bekommen. Und auch hier zeigt sich, wenn man nicht weiterhin dafür kämpft, für Teilhabe, für Demokratie und für Grundrechte, dann werden sie einem wieder weggenommen. Also ich denke nach über die Feminisierung und Digitalisierung und das kann ich nur machen. Weil ich ganz viele Frauen, Schwestern, Mütter, Töchter, Freundinnen um mich habe. Und weil ich auf den Schultern von Gigantinnen hocken, stehen, tanzen, lachen und joggen und mich cool kann anlegen kann. Weil ich eine Frau vom 21. Jahrhundert bin und nicht so muss kämpfen wie die Frauen im 19. Jahrhundert. Ich bin Isabel Rohner. Ich bin Expertin für Frauenbewegungen in der Schweiz und in Deutschland. Und zusammen mit der Journalistin Irene Scheppi bin ich die Herausgeberin von dem Buch 50 Jahre Frauenstimmrecht, 25 Frauen über Demokratie, Macht und Gleichberechtigung, wo im Limmat Verlag erscheint. Da drin stecken 1,5 Jahre Arbeit, Leidenschaft und viel Freude. Wir haben mit vielen Frauen, unterschiedlichen Frauen, dafür reden. Und haben es geschafft, um die Diskussion 50 Jahre Frauenstimmrecht aus den Akademikerkreisen zu holen und an alle zu bringen. Weil 50 Jahre Frauenstimmrecht geht alle an.